Machen Ich wir denke, ein das ist Video passiert. über den Anemo-Würfel. Und wir starten auch gleich durch mit ihm. In der Form könnt ihr ihn wie jeden Würfel nicht angreifen. Er muss nach einer Attacke offen liegen. Hier zieht der Wind an sich und macht danach eine Explosion. Da solltet ihr definitiv nicht drin stehen, sondern erst, wenn die Explosion durch ist, rangehen und Schaden machen. So wie jetzt gerade. Also einfach aus dem Feld raus. Dann wirft ihr euch von oben solche Meteoriten runter, drei Stück, die dann auch solche Luftströme machen. Und geht danach direkt wieder in seine Form rein. Das ist die Hand, die hat der andere Würfel auch, der Elektro. Danach ist er instant angreifbar. Da macht er wieder sein Saugfeld mit der Explosion hinterher. Explosion ist durch und direkt ran. Es halt, dass ein Anemo-Würfel ist gegen Anemo-Schaden immun, also bitte keine Anemo-Chance mitnehmen. Jetzt kommt hier seine Wirbelphase, da müsst ihr einfach nur diesen Wirbeln ausweichen. Die so halbwegs random durch die Arena gleiten. Und danach spawnt er diese Kugeln. Und wenn die, mit diesen Kugeln heilt er sich in der zweiten Phase. Das heißt, das Ziel ist es, den hier vor seiner zweiten Phase down zu bringen. Weil diese Kugeln sind wirklich richtig nervig. Da wirft der Würfel auf uns wie der Elektro. Und danach ist er down. Und in der letzten Phase habt ihr hier diese Windfelder, aber nur vier Cubes. Und diese vier Cubes heilen ihn halt, ne? Also, ihr müsst halt hochfliegen und diese vier Cubes erwischen. Wenn ihr die vier Cubes erwischt habt, habt ihr alles erfüllt. Dann wartet ihr, bis er wieder ganz normal hier steht. Genau so. Jetzt müsst ihr noch einmal eine Attacke ausweichen, dass er wieder brach liegt. Da macht er seinen Anemo-Wirbel und hier liegt er brach und jetzt könnt ihr ihn finishen. Also in der Endphase wirklich die vier Sachen aus der Luft holen, ihm dann nochmal bei einer Attacke ausweichen und dann war's das schon. Es ist halt echt wichtig, dass ihr den schnell kriegt, weil am Anfang habt ihr gesehen, da waren so 20.000 von diesen Dingern in der Luft und damit heilt er sich direkt wieder Full HP. Also wenn ihr den nicht vor der zweiten Phase und so kriegt, dann werdet ihr echte Probleme mit dem Boss haben. Also ist Damage ein bisschen der Faktor hierbei aus meiner Sicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr fandet es hilfreich und ich sag mal bis zum nächsten Mal.